Hello guys and welcome back to another video here on this channel. Klingt auch so wie irgendein französisches Parfümunternehmen. As you can hear, I love to speak English, but today I'm not dürfen speaking this beautiful language. Und jetzt nochmal auf Deutsch. Ich darf kein Englisch sprechen und falls ich es auch tun sollte, endet dieses wunderschöne Video. Ich würde sagen, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und ein Abonnement würde mich auch sehr freuen. Und diese ganze Herausforderung beginnt in 3, 2, 1. Los geht's! Und damit sind wir schon mal sofort in der ersten Runde drin und haben auch schon mal einen Torschuss und ich konnte mich gerade irgendwie aus irgendeinem Grund nicht bewegen. So, sehr schön den Ball getroffen hier. Eigennamen darf ich by the way auch nicht sagen, also ich darf jetzt zum Beispiel nicht den Namen des Spiels sagen. Ach du Scheiße, bin ich doof. Das Spiel heißt übrigens Raketenliga. Und jetzt kommt hier ein sehr schönes Torschuss und da ist er drin. Ausgleich, meine Freunde. Also es kann wirklich sein, dass ich hier echt ein paar Mal englische Wörter sage und ich merke es halt einfach überhaupt nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr lustig. Wieder ein Torschuss. Und oh mein Gott, war der knapp. Der hat hier gerade einen Luftsprung gemacht. Und ich mache jetzt hier noch ein Eigentor, oder wie? So, wir machen einen Geschwindigkeitsbeschleuniger. Wir machen nochmal einen Geschwindigkeitsbeschleuniger und ein Tor. Ich darf hier nicht das Originalwort sagen für das Ding, was hier unten angezeigt wird. Weil ich glaube, das ist ja auch Englisch. Es hat sich halt so vieles eingedeutscht. Und man merkt es halt gar nicht mehr, wenn es Englisch ist. Nein, 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 nein. Ach komm. Was war das denn wieder? Ich habe so zwei richtig dumme Tore hier bekommen. Los geht's. Das war schon mal ein Kicken aus. Also so einen Startball, den ich getroffen habe. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Wie nennen wir das denn? Schön. Er macht ein Eigentor. Er macht ein Eigentor, fast zumindest. Als ob. Geil. Ey, was macht er denn auch immer? Der bleibt immer hinten. Ich wollte gerade sagen, der... Doch, campen, na klar. Campen ist ein deutsches Wort. Campen mit der Familie schön im Zelt oder im Campingwagen. Das kommt zwar aus dem Englischen, sollte aber eigentlich ein deutsches Wort sein. Mama mia. Hier gehen wir wieder los. Tschüss, tschüss. Ich weiß den Text nicht weiter. Und wir machen jetzt weiter mit einem Tor, der rollt ins Tor. Wir geben ihm noch einen kleinen Anschubser und der ist drin. Juhu! Ach und Leute, habe ich noch gar nicht gesagt, aber mein Auto, das habe ich jetzt mal ein wenig verbessert. Und zwar habe ich jetzt mal die Lackierung ein bisschen auch verbessert. Und er hat übrigens auch ein pinkes Auto. Ich habe diese pinken Räder und die sind halt wohl exotisch gewesen. Und das ist halt schon was recht Seltenes, habe ich mir sagen lassen. Deswegen habe ich mir nicht nehmen lassen und mein Auto hier mal ein wenig schöner gemacht. Aber er hat hier übrigens auch ein pinkes Auto. Aber ich habe das bessere pinke Auto. Oh Gott. Darauf erstmal ein GS, also ein gutes Spiel. Wir machen ja gerade ständig Tore. Wieso liegen wir nur mit einem Tor vorne? WTF. WTF heißt übrigens Wasser tief finanziert. Genau. Fragt nicht wieso. Fragt einfach nicht, wieso ich das gesagt habe hier. Ey, ist der eigentlich komplett bedeppert? Das war sein zweites Eigentor. Beziehungsweise das war mein Tor. Das habe ich hier geplant, Leute. Der wäre nicht reingerollt und er macht's einfach. Junge, lass den doch einfach. Der wäre da vorbeigerollt. Zwei Tore, ich denke mal, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Und ich würde sagen, ich halte jetzt hier einfach mal meine Fresse, bevor ich jetzt hier noch irgendein englisches Wort sage. Oh, scheiße. Das wird jetzt sehr knapp. Er hat noch eine Torchancenmöglichkeit. Aber wir versenden es ihm und wir machen noch ein Tor. Nein. Und damit haben wir jetzt eine Runde gewonnen, ohne nur ein einziges englisches Wort zu sagen. Mal schauen, ob ich noch irgendwo ein privates Video mache, wo ich dann das ungeschnitten hochlade, damit ihr auch seht, dass ich hier wirklich nur Deutsch spreche und nicht einfach irgendwas rausschneide. Weil ehrlich gesagt könnte ich ja auch einfach nur was rausschneiden. Wenn ich einfach irgendwas auf Englisch sage, nehme ich es halt nochmal von vorne auf, ne? Aber ich bin hier kein C-Max. Wir haben gerade nochmal eine Runde gemacht und ich glaube, das ist der gleiche Spieler. Kann das sein? Nö. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Auf jeden Fall ist nicht der gleiche. Er hat kein lila Auto. Aber das war ja gerade mal richtig stark. Das habe ich gewollt, Leute. Das war alles so geplant. Genauso wie dieses wunderschöne Tor.
Also der hat schon ein cooles Auto, ne? Diese Räder allein schon, die ich eben gesehen habe, die waren zu wild. Zu wild. Und wir kassieren ein Tor. Oh Gott. Nein, nein, weg da. Ja. Oh Gott. Scheiße, bin ich dämlich. Ich hab den eben noch ausgelacht. Jetzt mache ich selber so ein dämliches Eigentor. Dafür bekommst du gleich die Rache. Ich habe mich hier schön ausgespielt. Ich habe auch in den Kommentaren gesehen, dass ich mal mehr Boost machen soll. Ich soll mir die gar nicht so aufsparen. Aber jetzt könnte ich mal tatsächlich hier ein paar Boost gebrauchen. Denn jetzt kommt hier mal wieder der gute alte Lewandowski. Und er macht jetzt hier mal ein wunderschönes Tor. Wir sind hier gerade die Roten und er ist gelb, also Dortmund. Versteht ihr? Weil Dortmund hat ja auch 2 Tore gemacht, ne? Also müsste er eigentlich noch 2 Tore jetzt machen und dann machen wir noch 4 Tore. Let's go. Au revoir. Oh Gott, oh Gott, oh nein, 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 das ist Englisch. Tschüss. Fuck. Das war auch Englisch.